Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zur Fantastic Toys and Merchandise Folge 323. Herzlich willkommen zum, wenn ich mich nicht irre, 15. Teil unserer Reihe über die klassischen Masters of the Universe Figuren. Heute zeigen wir euch wieder einige interessante Figuren, unter anderem Saurod und den Meister des Schlüssels, Gwildor. Heute brechen wir auch ein kleines Tabu. Wir werden heute zum ersten Mal ein wenig Schleichwerbung machen. Seit einiger Zeit ist ja das DVD-Set auf dem Markt. Mit allen Masters of the Universe Folgen. Verteilt auf ein halbes, rund ein Dutzend DVDs mit jede Menge Extras. Das zeigen wir euch heute mal ein bisschen genauer. Tja, das waren noch Zeiten, als wir Videokassetten hatten. Jetzt haben wir DVDs und irgendwann nur noch USB-Sticks. Wir bereiten noch langsam aber sicher das Finale der Serie vor über die klassischen Masters of the Universe Figuren. Bei dieser Figuren schlägt bei manchem Sammler das Herz höher. Das ist der Laser Light Skeletor. Einer der seltensten Masters Figuren überhaupt. Wir haben sie immer noch nicht im kompletten Zustand. Der Laser Power He-Man fehlt uns immer noch und jede Menge andere Sachen. Wir tun aber unser Möglichstes, um dieses Finale der klassischen Masters-Figuren ehrenhaft abschließen zu können. Aber jetzt habe ich genug gelabert. Kommt mit, ich nehme euch mit auf eine Reise zum Planeten Eternia. Back to the 80s. Bevor wir mit dem DVD-Set beginnen, ein kleiner Blick in die History der Masters of the Universe Videothek zu Hause. Hier sehen wir eine Videokassette aus dem Jahre 1988. Diese kosteten damals zwischen 20 und 40 D-Mark, zwischen 10 und 20 Euro. Inflationsbereinigt könnt ihr nochmal 50% dazu zählen, in etwa. Hier mal ein kleiner Vergleich. Praktisch 2 bis 3 Original-Videokassetten waren so groß wie die gesamte Serie der Masters of the Universe Figuren. Auf dieser Kassette sieht man auch noch gut auf den Preis, 19,95 €. Und damit hatte man gerade mal eine Masters of the Universe Folge mit rund 25 Minuten. Rechnet mal hoch, was die ganze Serie normalerweise kosten würde, wenn ihr sie euch auf Video kaufen würdet. Obwohl sie groß und klobig waren, galt es damals als Privileg, Masters of the Universe daheim zu haben. Ab 2003 war es dann bei uns soweit. Die Masters of the Universe gingen ins nächste Jahrhundert und eroberten die DVDs. Diese Boxsets gab es in verschiedenen Ausführungen, teilweise als limitierte Editionen. Jede Box enthielt ungefähr 10 Folgen. Ursprünglich wollte ja die Masters of the Universe Fernsehserie keine haben und so ging Mattel her und kaufte einfach Werbezeit und sendete die Fernsehserie. Ohne Witz, war in den USA so. Die DVD-Boxsets waren sehr schön gestaltet und erfreuen sich heute auch noch großer Beliebtheit. Vor allem, weil einige ja nur auf 3000 Stück limitiert waren. Aber kommen wir nun zum Grund unserer Sendung. Das Komplettpaket. Alle Masters of the Universe Folgen in einer DVD-Box. Mit 14 DVDs. Ja, das volle Masters-Programm. Vor allem ist die Bildqualität deutlich verbessert worden. Tja, die Technik macht's möglich. Über 45 Stunden und Extras. Freigegeben ab 12 Jahren. Auch ideal geeignet als Weihnachtsgeschenk für die Kiddies oder die großen Kiddies. Aber das ist nicht alles. Vollgepackt mit Extras. Leute, lest euch das mal durch. Jede Menge Interviews. Und Infos über die Hörspiele von Europa. Wirklich alles drin, was ihr euch vorstellen könnt. Und hier noch was an die 80er Kids. Sogar ein Interview mit Heike-Dine Körting, der genialen Märchenkönigin überhaupt, die wohl für die meisten Hörspiele in unseren Kinderzimmern verantwortlich war. Ja, da könnt ihr sie mal endlich mal richtig sehen. Und vor allem, wer dahinter steckt. Als Special ist auch noch beigepackt Weihnachten auf Eternia, Musikvideo, Dokumentation und. Leute, das volle Masters-Paket. Alle 130 Episoden, da bleibt kein Wunsch offen. In 5 wunderschön gestalteten DVD-Hüllen. Vor allem die Extras sind interessant. Leute, ihr erfahrt so viel über die Masters, einige Sachen wusste ich sogar selber nicht. Nichts gegen das FSK-Logo, aber wer das nicht will, hat hier ein Wendecover in der Hülle drin. Kann es umdrehen und es ist weg. Die DVDs sind hintereinander gestapelt. Hier sehen wir jetzt die zweite DVD-Box, wenn ihr so wollt, in der Box. Das ist auch eine Grammatik. Wieder mit 3 Discs. Im Hintergrund Burg Drachenstein.
in Deutsch und Englisch. Da jetzt Weihnachten vor der Türe steht und viele von euch an Weihnachten Urlaub haben, genauso wie ich, sichert euch das Boxset vorher. Dann habt ihr an Weihnachten und über den langen, langen Winter was zu tun. Das dritte DVD-Boxset. Wieder mit 3 Discs. Die verbesserte Bildqualität merkt man sofort beim Anschauen. Leute, es ist wirklich deutlich besser als damals zur VHS-Zeit. Und hier rechts im Bild Sexy Tila. Übrigens wusstet ihr, dass Tila in niedrigeren Auflagen verkauft wurde, weil man ging davon aus, dass Jungen nicht mit Mädchenfiguren spielen. Das ist Nostalgie pur. So, hier sind die letzten Folgen drauf, bis 130. Mal ehrlich, war Cringer nicht unser aller Liebling? So ein Schisshase. Und als Bonus gibt es das Geheimnis des Zauberschwertes und Weihnachten auf Eternia. Zwei extra Specials mit 76 und 45 Minuten. Ich lerne ja die Masters hauptsächlich über die Hörspielkassetten kennen. Ich weiß noch, der Spielwarenfischer in Böblingen hatte mal, da war ich ein Kind, einen Fernseher im Schaufenster, der lief nonstop, der Angriff der Roboter. Das war damals ein Werbezusammenschnitt, wenn ich mich nicht irre. Und noch eine reguläre Masters-Folge. Wir standen alle davor und haben es angeguckt. Bei uns lief ja Masters nur im Kabelfernsehen. Wenn wir schon gerade bei den 80ern sind, machen wir nun weiter mit unseren Masters of the Universe Figuren. Hier sehen wir einen original verpackten Gwildor auf einer Karte, die Zeit nicht ganz so gut überstanden hat. Auf unserer wunderschönen, guten europäischen Karte. Gwildor stammte aus dem Masters of the Universe Film von 1987 mit Dolph Lundgren. Hier die Rückseite der wirklich außergewöhnlichen Figur. Übrigens für alle Serienjunkies, wusstet ihr eigentlich, dass Courtney Cox Arquette aus Friends in dem Masters-Film ihr Filmdebüt feierte? Bei Gwildor handelt es sich um eine relativ unkomplizierte Figur, mit nur einem Zubehörteil, dem kosmischen Schlüssel. Der Masters-Film wurde ja seinerzeit von den Fans zerrissen. Jaja, aber Leute, irgendwie finde ich ihn trotzdem cool. Gwildor ist einfach ein gutmütiger Kauz, der einfach jedem vertraut. Und das ist auch sein größter Fehler. Evelyn klaut ihm deswegen jede Menge Sachen. Und indirekt ist er daran beteiligt, dass Eternia vorübergehend von Skeletor erobert wird. Was ungewöhnlich ist, die Handgelenke waren beweglich. Arme selbstverständlich auch und die Füße unten. Dem geht's wie einem Fantastic-Moderator, hat ein paar Pfunde zu viel. Aber bei mir sind das Jahresringe. Das Übliche bei den Figuren, ihr müsst darauf achten, oftmals gibt's Farbabschürfungen. Hier haben wir jetzt halt mal ein sehr gutes Stück. Die Bestempelung befindet sich am Hinterkopf. Vor allem immer auf Qualität achten. Viele Figuren haben die Zeit nicht so gut überdauert wie manch andere. Das einzigste Zubehörteil ist der kosmische Schlüssel. Der ist in sich drehbar. Ja, darauf müsst ihr achten. Der geht häufig verloren, wie alle Zubehörteile. Kommen wir nun zur zweiten Figur des heutigen Tages. Sauron.
ebenfalls ein Charakter aus dem Masters of the Universe Film. Eine der besten Figuren der gesamten Masters of the Universe Line, finde ich, nämlich Erkon der Funkensprung. Dies ist auch ein Zeichen, dass die Figuren von der Qualität von Jahr zu Jahr immer besser und ausgefeilter wurden. Wir hatten euch Sauron schon mal in einer Testfolge vorgestellt, die versehentlich im Internet gelandet ist, als wir auf HD umgestellt haben. Hier auf einer wunderschönen, original verpackten Karte. Neulich hat man mich auch gefragt, ob ich die im Rahmen unserer Wohltätigkeitsauktion versteigern sollte. Oh, Leute, da kann ich mich nicht davon trennen. Als einzigstes Zubehörteil hatte er seinen Blaster. Hergestellt in Italien, 1986. Na, der sieht ja mal richtig gefährlich aus. Die Figur ist auch relativ selten. Vorne seht ihr die Öffnung, durch die er Funken sprühen kann. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Am Rücken ist nämlich ein Hebel. Okay, drehen wir den Jungen mal um. Seht ihr hier? Da ist der Hebel. Und den betätigen wir jetzt einfach mal. Gut erkennen wir jetzt den Schwanz des Salamanders. Was gut war bei dieser Figur, in jeder Hand konnte er eine Waffe halten. Irgendwie erinnert mich Sauron immer irgendwie, naja, an einen Roboter. Ah, Leute, es fängt langsam an zu regnen. Ah, der Herbst ist da. Hinter dem Hebel ist die Bestempelung. Ja, so sieht er aus, als wollte er ihn gleich ansprengen. Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung gefallen. Und gerade für kalte Wintertage empfehle ich euch die Masters of the Universe DVDs. Ja, ich weiß, ein bisschen Schleichwerbung. Aber lasst mir da einfach mal durchgehen. In diesem Sinne, bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt. Fantastic! Toys Merchandise! Euer Retro-Start an der Retro-Bar ins Wochenende!